Donnerstagabend, 22.15 Uhr. Das sind die Gäste unserer Sendung heute Abend und das ist unser Thema. Tja, das Schicksal des Ukraine-Jets ist noch nicht 100% geklärt. Aber die ganz große Katastrophe, ein Krieg, ist bisher ausgeblieben. Die Welt atmet auf, doch das kann kaum mehr sein als ein Durchatmen. USA und Iran haben einen Punkt erreicht, von dem aus es eigentlich kein Zurück mehr gibt. Bleibt also nur die Flucht nach vorn? Aber wohin? Setzt der Iran im Wettlauf um die Atombombe zum Endsturm an? Wer sollte das noch verhindern und wie? Was erwarten die USA eigentlich von den Mullahs? Nachdem Donald Trump die iranische Führung so herausgefordert hat, kann man nur hoffen, dass er einen Plan für das danach hat. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Ulrike Becker vom Mideast Freedom Forum sagt, Trumps Drohnenangriff war richtig. Elmar Thewissen, der USA-Korrespondent des ZDF, erwidert, Trump hat politisch einen riesigen Scherbenhaufen angerichtet. Daniel Gerlach, der Nahostexperte, befürchtet, zum neuen Schlachtfeld zwischen USA und Iran wird nun der Irak. Düzen Tekal, die Journalistin, ist Jesidin kurdischer Abstammung und sagt, Europa ist im Nahen Osten planlos. Und Sigmar Gabriel, der ehemalige Bundesaußenminister, sagt, auch einen Konflikt mit Trump müssen wir in Kauf nehmen und mutig eingreifen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und sie begrüßt die Gäste in der Runde nochmal sehr herzlich. Einen guten Abend. Ja, liebe Zuschauer, der Nahe Osten ist ein Pulverfass. Und wenn es dort brennt, dann müssen wir uns Sorgen machen. Nichts ist, wie es scheint. Der Vergeltungsschlag des Iran auf Militärstützpunkte im Irak. Über ein Dutzend ballistische Raketen schlagen ein. Kein einziger US-Soldat wird getötet. Ist das wirklich Vergeltung oder schon Deeskalation? Es scheint, dass Iran zurückweicht und das ist eine gute Sache für alle Beteiligten und für die Welt. Nichts scheint, wie es ist. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani erklärt der US-Präsident, wir haben letzte Nacht gehandelt, um einen Krieg zu verhindern, nicht um ihn zu beginnen. Dennoch werden sofort US-Truppen in den Nahen Osten verlegt. Denn ein Flächenbrand ist trotz Atempause wahrscheinlicher geworden. Obwohl weder der wirtschaftlich gebeutelte Iran noch Trump im Wahljahr Interesse an einem Krieg haben. Die Frage ist nur, wie lässt sich ein Dominoeffekt verhindern? Schon ziehen Deutschland und die NATO Soldaten aus dem Irak ab. US-Truppen könnten folgen. So will es das irakische Parlament. Die mögliche Konsequenz? Ein Comeback des IS. Eine Reaktion schiitischer Milizen im Irak und Israel, das unter Zugzwang gerät. Der Flächenbrand in Nahost. Und bei uns ist Ulrike Becker. Sie sind Historikerin, Frau Becker, und arbeiten für das Mideast Freedom Forum hier in Berlin. Das ist ein Think Tank. Erste sehr naheliegende Frage. War es ein kluger Schachzug von Donald Trump, zwei Militärs des Iran zum einen, des Irak zum anderen, tatsächlich auszuschalten? Ich finde, dass wir bei der Beantwortung dieser Frage sehr stark oder viel stärker, als wir das bisher tun, auch die Perspektive der Menschen in der Region einbeziehen sollten. Und ich habe mir als erstes die Reaktionen angeguckt in Bagdad und in Syrien, was ich über die sozialen Kanäle und über das Internet gesehen habe. Und da ist es in beiden Ländern zu spontanen Freudenkundgebungen gekommen. Und das finde ich sehr relevant und sehr wichtig. Und das sollten wir hier viel stärker wahrnehmen. Und das erklärt sich natürlich so, dass die Menschen in der Region sehr stark in der Vergangenheit unter dem iranischen Regime, unter dem Einfluss des Regimes in ihren Ländern gelitten haben und für massive Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in diesen Ländern, also insbesondere in Syrien, ist eben der Führer der Quds-Brigaden, der Revolutionsgarden, Qasem Soleimani, verantwortlich gewesen. 500.000 Tote, Millionen Vertriebene, dass da die Leute sich freuen,
freuen, dass dieser Peiniger verschwunden ist, das kann ich nachvollziehen. Und Sie sagen, das ist hier auch viel zu wenig gewertschätzt worden. Das ist zu wenig, wird diese Perspektive gesehen. Und ich plädiere dafür, dass man diese Perspektive viel mehr in den Blickpunkt nimmt. In den Vordergrund rückt. Bei uns ist Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Vorsitzender, ehemaliger Außenminister, jetzt für die Atlantikbrücke in charge. Nehmen wir mal an, dass diese Attacke der USA Teil einer Strategie war. Welche Strategie könnte Donald Trump gehabt haben? Ich habe kein Anzeichen dafür, dass es Teil einer Strategie ist, sondern offensichtlich eine Reaktion auf die Bilder, die er gesehen hat, als die Demonstrationen vor der amerikanischen Botschaft waren. Das ist in Amerika ja sofort die Erinnerung an 1979, die Besetzung der Botschaft in Teheran, die Demütigung der USA. Und Soleimani hat schon ganz lange auf den Listen gestanden, die amerikanische Präsidenten vorgelegt bekommen, wenn es um die Frage geht, ob man in der Region eingreift, militärisch eingreift, mit Gewalt eingreift. Und alle anderen amerikanischen Präsidenten haben Nein gesagt, weil er eben beides ist. Er ist ein Menschenschinder, gar keine Frage. Er ist gleichzeitig natürlich heimlicher Verbündeter. Das ist ja das Unehrliche in der Debatte, dass wir nicht zugeben, dass mit Duldung der Amerikaner er sozusagen die iranischen Al-Quds-Brigaden gegen den IS eingesetzt wurden. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir hier auch betrachten müssen. Ich stimme übrigens zu, dass es im Irak viele Leute gegeben hat, die in den letzten Monaten demonstriert haben, weil sie es einfach satt hatten, dass dieses Land, ich meine, es ist jetzt 40 Jahre im Krieg, 40 Jahre. Wir Deutschen, die Eltern unter uns erinnern sich an die Geschichten unserer Eltern für eine ganz kurze Zeit des Krieges. Die haben 40 Jahre Krieg und waren es einfach leid und demonstrierten jetzt unter anderem gegen Soleimani. Und die Ermordung von Soleimani führt zwar in den sozialen Netzwerken zu ein paar Jubelrufen, aber auf der Straße ist etwas erreicht worden, wovon er geträumt hätte, nämlich dass die Demonstrationen sich wegwenden von diesen korrupten Machthabern und von dem Einfluss des Iran und gegen den Westen und gegen die USA demonstrieren. Und ich finde, das zeigt, wie immer katastrophal falsch diese Tötung gewesen ist, abseits der Tatsache, darüber redet ja heute keiner mehr, weil die Mächtigen ja machen, was sie wollen, dass natürlich ein Verstoß gegen das Völkerrecht gewesen ist. Danach fragen wir auch gleich noch. Bei uns ist Düsen Tekkal, Journalistenkollegin. Sie kommen ursprünglich aus einer jesidischen Familie und kämpfen heute für Menschenrechte, Frauenrechte, Menschenrechte überhaupt, unter anderem im Irak. Haben Sie, Frage noch mal nach dem Iran, haben Sie diese Eskalation zwischen USA und Iran so kommen sehen, wie sie jetzt aktuell ist? Also die Eskalation, die gibt's ja schon lange. Also die gibt's ja fast schon seit über 100 Jahren. Also die Frage ist ja, ob da wirklich von Frieden gesprochen werden kann in diesen Regionen. Der Irak ist ein Failed State. Der hat drei Regionen. Es unterteilt sich in den schiitischen Raum, in den kurdischen und in den sunnitischen. Und insofern war diese Gemengelage schon vorhersehbar. Und auch Qasem Soleimani ist jemand, der ja schon lange da war, der schon lange auf der Terrorliste stand, als brutaler antisemitischer Terrorist, der für viele Morde verantwortlich ist, für viele Menschenrechtsverbrechen. Wir finden den in Europa gerade nur so spannend, weil wir natürlich sehen, dass das, was da unten in den Krisenherden passiert, auch unmittelbare Konsequenzen auf uns haben kann. Und das ist eigentlich, finde ich, das wirklich Neue daran. Und insofern finde ich auch, ähnlich wie Frau Becker, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier sozusagen das ganz anders widerspiegeln. Also wir müssen es mal konkret benennen. Hier hat heute in Berlin vor wenigen Stunden hat hier eine Trauerkundgebung stattgefunden, sozusagen bezüglich des Todes eines Terroristen. Und im Irak jubeln die Menschen über diesen Tod. Und diese Dissonanz, die müssen wir erstmal aushalten. Weil, das muss man erklären, natürlich auch Iraker und Iraner entweder nach Deutschland geflohen sind und oder es hier Trauerkundgebungen für Herrn Soleimani in Berlin, in Neukölln, in einer Moschee gibt. Genau, es gab in zwei Moscheen Trauerkundgebungen. Mhm. Heute für Soleimani und in Hamburg, im Islamischen Zentrum Hamburg, gibt es heute, glaube ich, auch eine. Und vor ein paar Tagen gab es schon eine. Und gleichzeitig haben aber Menschen gegen diese Trauerkundgebung auch protestiert. Unter anderem Ihr Forum? Unter anderem Leute aus unserem Forum.
Publikum, aber auch sehr viele Exil-Iranerinnen und Iraner, die sagen, wir sind gegen die Glorifizierung dieses Terroristen und ja, die im Prinzip deutlich machen wollen, dass man, was wir aufhören müssen, diese Vertreter des Regimes hier auch als Partner zu sehen. Also wie zum Beispiel im Islamischen Zentrum Hamburg. Da gab es eine Feier mit Musik und Tanz. Und die Leute protestieren, dass das Islamische Zentrum Hamburg zum Beispiel als Partner gesehen wird über den Staatsvertrag mit der Stadt Hamburg. Um da sozusagen einerseits natürlich die Komplexität zu erklären, aber auch unsere Bigotterie zu erklären. Bei uns ist Daniel Gerlach, Orientalist, Autor, Chefredakteur einer Zeitschrift Zenit heißt die. Um es mal ganz salopp zu sagen, Herr Gerlach, die Mullahs haben als Reaktion auf diesen Drohnenangriff 10 Raketen in die Wüste geschickt. Keiner ist ums Leben gekommen. Kann es in den Augen des Irans und seiner Anhänger dabei bleiben? Ich denke nicht, dass es dabei bleibt, unabhängig davon, was da tatsächlich passiert ist und ob man in Kauf genommen hat, Menschen zu treffen oder nicht. Das tut man ja immer, wenn man solche Raketen abfeuert. Und die Chuzpe muss man auch erstmal haben. Das wurde im Iran auch diskutiert. Da haben sich auch einige mit gebrüstet, dass man tatsächlich eigentlich die erste Macht ist, die möglicherweise seit dem Zweiten Weltkrieg auf diese Art und Weise, auf diese dreiste Art und Weise eine US-Basis attackiert, auch wenn man Menschenleben nicht also treffen möchte. Die Frage hier ist, ich denke, die iranische Regierung hat ja gesagt, wir lassen es dabei erstmal bewenden. Aber der schiitische Widerstand, der in der Region sehr aktiv ist, der ist nicht hat seine Rache noch nicht bekommen. Und der kann sich aber auch möglicherweise in 5 oder 10 Jahren rechnen. Es kann auch irgendeine Operation, irgendeinen großen Anschlag geben, von dem man nie erfahren wird, ob er denn tatsächlich jetzt Bezug auf dieses Attentat gegen Qasem Soleimani nimmt oder nicht. Und das ist eben auch Teil der Widerstandsideologie, auch der Abschreckungsideologie. Und insofern halte ich diese Tat für sehr, sehr folgenreich. Nicht nur, was Qasem Soleimani anbelangt, sondern auch eben, was seinen Freund Abu Mahdi al-Mohandes anbelangt, den Stabschef der paramilitärischen Milizen, die offizielle Streitkräfte seit einigen Jahren auch im Irak sind. Im Irak sind. Ich halte das für sehr, sehr folgenreich. Und die Darstellung, dass der ganze Nahe Osten jetzt begeistert gewesen sei, weil ein Terrorist getötet wurde, der für 100.000 von Toten verantwortlich ist, die ist zwar in sich geschlossen irgendwie interessant, aber die hat leider mit der Sachlage im Nahen Osten überhaupt nichts zu tun. Denn Qasem Soleimani sollte man nicht überhöhen in der Begeisterung, wie es manche tun, aber man sollte ihn auch da verorten, wo er war, nämlich ein sehr einflussreicher, seiner Sache sehr ergebener Militär, der alle Tricks angewandt hat und alle Methoden angewandt hat und der aber hauptsächlich dafür da war und diesen Auftrag auch erfüllt hat, die im Namen des iranischen Regimes strategische Tiefe in den Nachbarstaaten des Irans eben durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass von diesen Ländern keine militärischen Angriffe auf Iran ausgehen. Das war seine Aufgabe, die hat er erfüllt und für die vielen tausenden Toten in Syrien ist nicht zuvor das Qasem Soleimani verantwortlich gewesen, auch wenn er sich daran beteiligt hat, sondern das Assad-Regime. Da kämpfen zunächst mal Syrer gegen Syrer, auch wenn viele internationale Mächte da mitmischen. Aber ich finde, wir kommen nicht weiter in der Diskussion über die Rolle Irans, wenn wir jetzt schon gleich am Anfang loslegen und sagen, die Iraner sind für Hunderttausende von Toten verantwortlich. Mhm. Und die sozialen Netzwerke, die Straße in der arabischen Welt war auch sehr gespalten. Es gab natürlich viele in den Golfstaaten und in anderen Staaten, auch bei syrischen Regimekritikern, die begeistert waren über diesen Akt. Aber es gab eben auch sehr, sehr viele Menschen in der arabischen Welt und vor allem in Iran, die nicht pro Regime sind und die über diesen Akt entsetzt waren. Frau Becker wird gleich antworten. Unbedingt vorzustellen ist Elmar Thewissen, der Washington-Korrespondent des ZDFs. Eine ähnliche Frage, wie ich Sie nach dem iranischen Regime gefragt habe, jetzt auch mal nach Washington geschaut. Kann es Donald Trump dabei bewenden lassen, so zu reagieren, wie er heute reagiert hat oder gestern Abend reagiert hat, wenn tatsächlich bei weiteren Raketenangriffen, die es gestern Nacht gab und die es auch heute gab, nur ein Amerikaner ums Leben kommt? Also sein Interesse ist extrem hoch, es dabei zu belassen. Aber es schließt nicht aus, dass er in einer Kurzschlusshandlung, je nachdem wie groß die Provokationen sind, wie Opferzahlen auch zu beklagen sein würden bei neuen Attacken, er unter Druck gerät, dann tatsächlich auch wieder militärisch oder in anderer Form zurückzuschlagen. Aber er hat eigentlich kein Interesse daran. Er braucht im Wahlkampf die Unterstützung all derer, die ihn beim letzten Mal gewählt haben. Und denen hat er versprochen, die endlosen Kriege, so hat er es genannt, der Amerikaner zu beenden, die amerikanischen Truppen nach Hause zu holen. Insofern ist diese gezielte Tötung von Soleimani
eigentlich völlig im Widerspruch zu dem, für das Donald Trump in den letzten Monaten auch gestanden hat, weil es eben das Risiko barg, dass Amerika in einen großen neuen Krieg hineingezogen wird. Und es ist ganz spannend zu erleben, dass einerseits offenbar eher das Ganze, also die gezielte Tötung, eine relativ spontane Entscheidung war, die drastischste Maßnahme zu wählen, die auf der Liste des Pentagon aufgelistet wurde. Das gefällt ihm sicherlich, dann auch Stärke zu zeigen, aber ohne offenbar darüber nachgedacht zu haben, was daraus an Folgen entstehen kann. Und hier ist das größte Problem, es gibt momentan keinen Sicherheitsprozess in den USA für eine Sicherheitspolitik, wo Berater von ihm da sind, die alle Optionen durchdeklinieren, die wie beim Schachspiel im Grunde genommen auch 3, 4 Züge weiterdenken, was passiert daraus. Da wird also relativ spontan entschieden. Und dann, verrückterweise, am Dienstag, als der iranische Schlag dann erfolgte, war interessant, Fox News, seinen Lieblingssender, zu schauen, wo dann der Moderator Tucker Carlson und einige andere aufgetreten sind und haben gesagt, wir haben diesen Präsidenten gewählt, nicht dafür, dass er neue Kriege beginnt und uns in einen Krieg mit dem Iran hineinzieht. Wir haben ihn gewählt, dass er unsere Soldaten nach Hause bringt. Das heißt, in seiner eigenen Klientel gab es massive Kritik an dem Schlag gegen Soleimani und an dem, was vielleicht weiter hätte eskalieren können. Ich glaube, dass Donald Trump heilfroh war, dass am Ende bei diesem iranischen Militärschlag keine Menschen gestorben sind. Das ist nicht den Iranern zu verdanken, dass sie kleinere Waffen eingesetzt hätten, sondern es ist ein guter Teil auch dem Glück und dem Zufall zu verdanken, dass nicht Menschen zu Schade gekommen sind. Sonst hätte Trump diese Rede gestern nicht halten können. Und die Nachrichten von heute noch mal ganz kurz mit einbezogen. Das Schicksal dieses Jets der Ukraine mit 176 Insassen ist in Ihren Augen tatsächlich eben eher ein technisches Versagen gewesen? Oder glauben Sie, was die Dienste, was das Pentagon mittlerweile sagt, dass sie mit Satellitenaufklärung festgestellt haben, dass es doch ein ungewollter Abschuss war? Also mittlerweile gibt es Quellen aus dem Pentagon, die den amerikanischen Kollegen der Washington Post und anderen berichten, dass ganz offenbar in Reaktion auf den iranischen Militärschlag erwartet wurde, dass die USA Teheran angreifen. Und aus dieser Nervosität, aus dieser Situation heraus mit hoher Wahrscheinlichkeit Flugabwehrraketen in Teheran abgefeuert wurden, die diesen Jet getroffen haben. Es gibt noch keinen Beweis dafür. Es gibt Geheimdienstquellen, die das sagen, auch Informanten vor Ort in der Region. Aber den Beleg würde man erst finden vielleicht, wenn man die Fluggeräte hat, die Blackbox beispielsweise. Und da sind derzeit die Iraner offenbar nicht bereit, Zugang zu gewähren. Aber es zeigt, wie viel Nervosität natürlich in einer solchen Situation steckt. Es zeigt, dass wenn jemand zu Gewalt greift, egal ob in Iran, in Washington oder anderswo, es sinnvoll ist, einmal zu durchdenken, was könnte das Ende sein. Und das ist für mich als Beobachter jetzt das Verwirrendste, und das betrifft sowohl die USA als auch die Europäer. Herr Soleimani steht seit längerer Zeit auf der Terrorliste der Europäischen Union, an Platz 15. Die Amerikaner haben im vergangenen April die Revolutionsgarden ebenfalls zur Terrororganisation erklärt und damit auch Herrn Soleimani. Warum hat niemand sich Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn irgendjemand diesen Worten mal Taten folgen lässt und diesen Mann tötet, so wie man andere, die zu Terroristen erklärt wurden, Abu Bakr al-Baghdadi, Osama bin Laden oder wie sie alle heißen, gezielt tötet. In der Nähe eines internationalen Flughafens, in der Hauptstadt eines verbündeten Landes, wo man selber Truppen stationiert hat. Das kommt noch obendrein dazu. Aber ich wundere mich im Grunde genommen, dass alle überrascht tun, wenn doch alle der Meinung waren, das ist ein Terrorist. Und das war er. Das war ein Verbrecher, der hat viele Menschenleben auf dem Gewissen. Aber keiner hat sich Gedanken gemacht, was passiert eigentlich, wenn einer den gewaltsam aus dem Spiel nimmt. Und haben alle gedacht, der hat nur deshalb Schutz, weil er Teil des iranischen Regierungssystems ist. Das gilt für viele andere auch. Der Chef der Hisbollah, Nasrallah, in Libanon. Ja, natürlich haben sie auch das, er hat nichts getan. Und er hat sich ja auch sicher gefühlt. Er hat sich ja selbst sicher gefühlt. Warum? Weil er natürlich über lange Zeit gleichzeitig ein, sagen wir mal, geduldeter Kämpfer gegen die Terroristen des Islamischen Staats waren. Ich meine, das muss man einfach dazu sagen. Der ist eben, jemand hat mal Frenemy zu ihm gesagt. Also heimlicher Verbündeter und gleichzeitig eben Erzfeind. Ich bin mir nicht so sicher, ob der tatsächlich
sich so sicher gefühlt hat. Ich glaube, diese Figuren, mit denen wir es da zu tun haben, der wurde ja stilisiert schon zu Lebzeiten als Märtyrer. Letztlich ist es übrigens egal. Ihm ist das die Folgen, ich meine, es ist ja interessant, dass wir noch über die Frage rätseln, ob das eigentlich eine gute Aktion oder schlecht war. Ich meine, was ist jetzt besser? Was ist besser? Ist der Einfluss des Irans im Irak gesunken? Nein, er steigt gerade. Ist die Situation innerhalb des Irans besser geworden? Nein. Je stärker der schiitische Einfluss im Iran wird, desto eher gibt es die Gefahr, dass die Kurden im Norden wieder auf die Idee kommen, wie Anfang 2018, einen Sezessionskrieg zu beginnen. Je stärker der schiitische Einfluss wird, desto mehr werden die sunnitischen Stämme, die ja die Grundlage des IS gewesen sind, möglicherweise sich wieder dem IS zuwenden, der ja eine Folge des völkerrechtswidrigen Krieges gegen den Irak ist, an dessen Ende man die Sunniten ausgegrenzt hat, die Amerikaner und den Schiiten das Land. Zwei Drittel der Menschen, die dort leben und keine Kurden sind, sind Schiiten. Die Sunniten hat man nicht reingelassen, weil sie sozusagen Unterstützer von Saddam Hussein waren. Daraus ist der IS entstanden. Ich frage mich, wie kann man eigentlich noch die Frage stellen, ob das eine kluge Aktion war. Und wir machen es aber trotzdem, wenn man will ja was verstehen. Und Frau Becker kann uns noch mal die Frage beantworten. Auch das ist in Deutschland diskutiert worden, ob es sich bei dieser Attacke nicht um einen Bruch des Völkerrechts handelt. Also ich würde gerne diese Frage tatsächlich anders beantworten, weil ich der Meinung bin, dass man viel zu wenig über die völkerrechtswidrigen Aktionen der iranischen Seite diskutiert. Und das muss man einfach sehen. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, darüber mehr zu diskutieren. Was haben die eigentlich gemacht? Was bedeutet das, dass wir versuchen, politisch den Iran, das iranische Regime zum Partner zu machen, obwohl sie diese gesamten Völkerrechtsverbrechen in der Region begangen haben? Und die Tötung von Soleimani kann vielleicht diese Diskussion darüber zumindest beginnen lassen. Und wir müssen einfach sehen, dass wir da jemanden mit jemandem versuchen, Handel zu treiben, dieses Atomabkommen zu retten, ihn als zum Partner wieder zu machen, der in Ihren Augen hochgefährlich ist. Genau, hochgefährlich ist. Aber welche Verstöße gegen das Völkerrecht meinen Sie jetzt? Das würde mich jetzt interessieren, konkret. In Syrien zum Beispiel die Aushungerung von Städten. Also das ist ganz klar, sind das Kriegsverbrechen. In Madaya und zum Beispiel. Also das bestreitet und das ist iranische? Nee, genau. Ja, niemand bestreitet das. Aber ich meine, das trotzdem noch mal die Frage, ist ein solcher Angriff ein Bruch gegen das Völkerrecht? Ja, sicher. Herr Mützenich sagt ja, Sie sagen auch ja. Die Vereinten Nationen erklären, dass das vermutlich ein Bruch nicht war. Nicht unmittelbar an Kriegsaktionen beteiligt. Ein Repräsentant des Staates, sozusagen kein Terrorist. Aber die Frage interessiert ja sozusagen in der Region ohnehin keinen. Ich finde nur, die Debatte, die Frau Becker führt, deshalb schwierig, weil wir dann den Bogen größer machen müssen. Dann müssen wir darüber reden, das ist nämlich die Position des Irans, dass der Westen, die USA, Europa zugeschaut hat, als Saddam Hussein mit Giftgas den Iran angegriffen hat. Natürlich erinnern sich Iraner daran, dass wir überhaupt nicht über das Völkerrecht geredet haben, als unser Verbündeter, zu dem man dann gesagt hat, das ist zwar ein Schweinehund, aber es ist halt unser Schweinehund, die Iraner mit Giftgas angegriffen hat. Die Iraner erinnern sich auch daran, dass das erste demokratische Experiment mit dem Ministerpräsidenten Mossadegh 1953 durch Briten und Amerikaner weggeputscht wurde, weil der die Ölquellen verstaatlicht hat, und das fand British Petroleum nicht gut. Ich will nur sagen, dass der Versuch des Abkommens mit dem Iran war der Versuch, diesen Teufelskreislauf, dass sich jeder erzählt, was er Schlimmes in der Vergangenheit gemacht hat, zu durchbrechen und zu sagen, wir versuchen mal einen kleinen Schritt nach vorne in einem einzigen Feld. Wir wollen nicht, dass du Atommacht wirst. Und wenn du dabei mitmachst, dann sind wir bereit, dir wirtschaftlich zu helfen. Wir versuchen, das, was wir an Ballast mit uns tragen, das, was beim Schah passiert ist, was 79 passiert ist, was immer sozusagen sich gegenseitig an Verbrechen, Völkerrechtsverbrechen angetan wurde, versuchen wir zu vergessen und einen Neustart zu machen. Dass das nicht perfekt war, dass der Iran eine schlimme Politik macht, alles richtig. Und das alles machen die kaputt, indem sie sagen, jetzt fangen wir wieder von vorne an und stecken die Lunte an das Pulverfass. Was ist bitte besser geworden? Gar nichts. So, und dann müssen wir vielleicht noch mal einen kurzen Blick in die Historie machen. Kann man diese Feindschaft zwischen Iran und USA nur Donald Trump in die Schuhe schieben? Nein, es ist eine 40-jährige Geschichte.
Vor 40 Jahren beginnt die Erzfeindschaft zwischen Iran und den USA mit der Erstürmung der US-Botschaft in Teheran. Iranische Studenten nehmen 52 US-Diplomaten in Geiselhaft. Unter ausdrücklicher Duldung des neuen Machthabers Ayatollah Khomeini. Vorausgegangen, die Erlaubnis zur Einreise des verhassten, todkranken Schahs in die USA. 444 Tage dauert die Geiselnahme. Ein Befreiungsversuch durch US-Militärs scheitert im Sandsturm. 8 Soldaten sterben. Es ist ein Trauma für die Weltmacht USA und besiegelt die Präsidentschaft Jimmy Carters. Einen Tag nach der Amtseinführung seines Nachfolgers trifft Carter in Wiesbaden die ausgeflogenen Geiseln. Emma Thewissen, eigentlich haben wir es schon gesagt, liegt eine Auseinandersetzung und damit ein Krieg zwischen den USA und Iran nicht eigentlich schon seit 40 Jahren in der Luft? Ja, der ist da und deswegen den gibt es so lange schon. Deswegen ist richtig, dass ein anderer Ausweg versucht worden ist. Übrigens auch unter Bruch des Völkerrechts. Mhm. Ich will mal daran erinnern, dass Barack Obama, der den Iran-Deal mit den Europäern zusammen angeschoben hat, auch Maßnahmen ergriffen hat, die völkerrechtswidrig sind. Es hat Cyberattacken auf den Iran gegeben, um das Atomprogramm zu stoppen oder zu behindern. Massiv. Die Zentrifugen sind denen um die Ohren geflogen. Es sind Techniker und Wissenschaftler vom iranischen Atomprogramm ermordet worden. In Teheran sind mit Bomben in die Luft gesprengt worden, die an ihren Autos angebracht wurden. Es ist nicht klar, wer letztendlich den Befehl dafür gegeben und wer es ausgeführt hat. Aber es deutet sehr viel darauf hin, dass Barack Obama auf der einen Seite, ich sag mal mit Peitsche und aller harten Hand, versucht hat, das Atomprogramm zu sabotieren, gemeinsam mit Verbündeten. Und auf der anderen Seite maximale Gesprächsbereitschaft signalisiert hat. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ein Atomdeal zustande kam, mit dem die Welt, glaube ich, viel besser dran ist als alles, was vorher war. Weil er garantiert hätte bis 2030 tatsächlich, dass der Iran keine Atomwaffe entwickelt. Und selbst was den Terrorismus angeht, das ist ja einer der größten Vorwürfe von Donald Trump, dass dieses Abkommen völlig außer Acht gelassen hat, die terroristischen Aktivitäten des Iran anderswo, kann man sehen an den Zahlen, dass seit 2014 bis 2017 die Zahlen von Terroranschlägen außerhalb des Irans auf europäische und internationale Interessen zurückgegangen sind durch die sogenannten Proxies, also die Gruppen wie Hisbollah oder andere, die da mitgeholfen haben. Die sind von 80 auf 6 Anschläge im Jahr 2017 zurückgegangen. Und dann steigt Donald Trump aus diesem Atomdeal aus, einseitig. Und das war der Moment, wo auch die Anschlagszahlen wieder in die Höhe geschnellt sind. Im Jahr 2018 hat es 40 Anschläge gegeben. Also wo tatsächlich Soleimani auf einmal wieder Wasser auf seinen Mühlen hatte und freie Bahn hatte um seine Aktivitäten. Übrigens auch auf europäischem Boden. Es gab Terrorpläne quer durch Europa in den Jahren 2017 und 2018. Was ist der Atomdeal heute noch wert? Darüber werden wir auf jeden Fall reden. Nochmal zu diesem Konflikt USA gegen Iran. Beim Anschlag auf das World Trade Center hat die NATO den Bündnisfall ausgerufen. Könnte Donald Trump auch in einer Auseinandersetzung mit dem Iran diese Solidarität einfordern? Selbstverständlich könnte er das, wenn er einen Angriff auf eine amerikanische Basis hat und im Rahmen einer NATO-Mission möglicherweise, und das ist ja in Teilen im Irak der Fall, dann könnte er diesen Beistand in Anspruch nehmen. Mhm. Er versucht es ja jetzt tatsächlich durch Deeskalation zunächst einmal, aber hat ja bei seiner Rede gestern sehr klar auch gemacht, er ist eigentlich der Meinung, die NATO sollte jetzt mal bitte die Zuständigkeit für den Irak übernehmen. Auch das kommt ihm eigentlich sehr entgegen, weil nochmal, Donald Trump will eigentlich nicht wirklich den großen Krieg, sondern er möchte, dass andere sich um diese Probleme kümmern und nicht und die USA. Und nicht mehr Amerika. Und trotzdem nochmal zurück, auch auf Deutschland bezogen, welche Rolle spielten jetzt im Zusammenhang mit dieser Drohnenattacke die Stützpunkte der USA in Deutschland, Ramstein beispielsweise, und sind hier also quasi mitverantwortlich, nur um zu verstehen, worüber wir reden? Also ich glaube, man kann schon sagen, dass im Nahen Osten, im Irak nichts passiert, was nicht auch unter Zuhilfenahme der logistischen und technischen Einrichtung der USA hier in Deutschland auf den Stützpunkten stattfindet. Das reicht vom Ramstein-Stützpunkt bis zu Bad Aibling, wo nach wie vor Lauschstationen dafür sorgen, dass man gute Aufklärung hat, gutes Wissen über das, was in der Region los ist.
Ich glaube, das ist auch völlig normal, wenn man ein Krisengebiet hat, in dem man gemeinsam unterwegs sind. Die Deutschen sind ja mit den Amerikanern da unterwegs. Hat auch Deutschland ein Interesse daran, diese Informationen zu bekommen, weil es auch dem Schutz der eigenen Interessen und der eigenen Soldaten dient? Steigt damit aber auch wieder die Terrorgefahr? Ja, ich glaube, das ist jetzt sehr klar, dass der Iran, zumindest offiziell das Parlament erklärt hat, jeder, der in irgendeiner Form mit diesem Schlag gegen Soleimani zu tun hat, ist Terror. Christ. Gleichzeitig haben wir aber hier eine ganz interessante Asymmetrie. Durch die Tötung von Soleimani und Al-Muhandas sind ja nicht nur zwei Figuren weggefallen, die möglicherweise sehr, sehr wichtig waren für die Organisation der schiitischen Netzwerke, das heißt also der mit Iran verbündeten bewaffneten Gruppen in der Region, sondern es sind auch zwei Figuren weggefallen, die den Laden zusammengehalten haben. Und das ist, denke ich, wenn man sich die militärischen Folgen überlegt, auch nicht ganz unwichtig. Jetzt kommt Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, und hält eine Rede, die dann von seinen Anhängern natürlich als staatsmännisch gefeiert wurde, die auch erstaunlich deeskalierend ist. Er droht zwar den Amerikanern mit Rache, aber er sagt, Moment, Freunde, keine Zivilisten, keine amerikanischen Geschäftsleute, keine amerikanischen Journalisten. Als hätte dieser Hassan Nasrallah plötzlich Angst, dass irgendwer aus dem schiitischen Widerstand, aus den schiitischen bewaffneten Gruppen sich jetzt ermächtigt fühlt und einfach losschlägt. Ja, die Angst wird und die Angst ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Aber das heißt, Sie sehen, wenn Sie solche Figuren ausschalten, dann haben Sie möglicherweise größeres Chaos. Ich will ja nicht sagen, dass die Amerikaner nicht wissen, was sie tun. Es ist ja auch ein Klischee, dass die Amerikaner militärisch, dass sie irgendwie gedankenlos handeln würden. Die wissen ganz genau, was sie tun und die wissen, kennen auch die Folgen. Ich glaube halt, die Amerikaner bringen die militärische und die politische Seite nicht so richtig übereinander. Das ist, es fehlt das Politische, aber die militärischen Folgen haben sie schon abgesehen. Frau Becker, die Frage ist halt, unruhig. Ja, also wer ist im Zweifelsfall derjenige, der den Laden zusammenhält, der auch als Ansprechpartner funktioniert? Die sind jetzt erstmal weg. Ich würde gerne darauf antworten, auch zu dem, was Sie gesagt haben. Das halte ich jetzt für Spekulation, dass es darum geht, die irgendwelche einzelnen Gruppen sozusagen davon abzuhalten, irgendwelche Anschläge zu machen. Also ich würde sagen, wenn diese Rede so war, wie Sie sagen, wie Sie das schildern, so habe ich das auch gelesen, dann interpretiere ich das so, dass er vorsichtig ist, sozusagen, dass sie eingeschüchtert sind und dass die USA mit diesem Schlag eine gewisse Abschreckungsfähigkeit wiedererlangt haben, die sie vorher verloren hatten. Dadurch, Sie glauben, dass Hassan Nasrallah eingeschüchtert ist von diesem Schlag nach den letzten 30 Jahren, also die glaube, er sich im Verborgenen aufhält und niemand weiß, wo er sich gerade aufhält, weil er immer damit rechnet, dass er von einer Drohne ausgeschaltet wird. Glauben also Sie, dass er jetzt eigentlich... Es geht ja nicht nur um ihn, es geht ja auch um den Iran und das käme ja am Selbstmord gleich. Also gerade was das Embargo angeht, was die Wirtschaft angeht, das kann nicht im Sinne Irans sein, da auf Eskalation zu setzen, im Übrigen genauso wie für die USA. Also die Luftangriffe über dem irakischen Luftraum im kurdischen Teil waren auch deeskalierend. Die waren mit Ansage, ja, die waren mit Ansage und deswegen sind auch keine Soldaten gestorben. Und da haben beide Seiten kein Interesse dran. Und trotzdem finde ich es schwierig, die USA und den Iran so auf eine Ebene zu stellen. Also das widerstrebt mir, denn nochmal, natürlich hatten sozusagen die Al-Quds-Milizen und die Hashd-e-Shaabi ihre Ziele und die sind dialektisch zu verstehen mit dem, was der IS vorhatte. Da ging es um die Durchsetzung vom religiösen Recht mit dem Schwert. Und natürlich geht es da um die iranische Vormachtstellung. Und natürlich müssen wir dagegenhalten. So, und dann sind wir noch mal bei der Frage, es ist kompliziert. Und wir sind dankbar, dass wir versuchen, das zu verstehen mit Blick auf den Irak, Düsen-Tekal, dass mit der Ausschaltung von Al-Muhandis natürlich auch da eine Situation entstanden ist, wie Herr Gerlach sie schilderte, nämlich erst mal sehr viel Unruhe. Und noch rufen nicht alle Menschen im Irak Army go home. Wie erklären Sie sich das? Wie ist die Stimmung? Ja, die ist natürlich dreigeteilt sozusagen. Und das macht ja sozusagen auch das Problemfeld sozusagen auf. Und es ist so, dass wir im Grunde genommen jetzt riskieren, auch mit diesem Konflikt, dass die stabilen Regionen im irakischen Teil jetzt auch in Instabilität kommen. Ja. Als Menschenrechtsaktivistin und Gründerin eines Frauenzentrums im Irak möchte ich mal konkret werden. Es ist gerade sehr, sehr schwierig, auch gerade für unsere deutschen Staatsangehörigen dort vor Ort, aber auch für die einheimischen Mitarbeiter. Wir machen da keine Unterschiede. Die Menschen sind müde, die sind mürbe. Es geht um Wiederaufbau, es ging um Stabilisierung, im Übrigen auch mit Hilfe des BMZ und GIZ. Und das sozusagen, jetzt schaffen wir wieder ein drohendes Kriegsszenario.
statt sozusagen diese Nachkriegsphase zu nutzen, sinnstiftend. Auch für mich ist es gerade nicht einfach, dort runterzufliegen, weil die Gefahrenlage von allen Seiten kommt. Und insofern ist es eine Gemengelage dahingehend, dass die Währung hat es sofort gezeigt. Also der irakische Dinar ist sofort gesunken. Die Lebensmittel sind sofort angestiegen. Es betrifft den Taxifahrer genau wie den Ladenbesitzer. Es hat zivilgesellschaftliche Auswirkungen, wirtschaftliche Auswirkungen und natürlich psychologische. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Und ich möchte trotzdem noch mal sagen, dass auch die Hashd-e-Shaabi, also gerade auch im südlichen Teil des Iraks, das ist schon quasi iranisches Hoheitsgebiet. Das heißt, die sind sozusagen befohlen aus dem Iran. Und in jedem Space Camp oder in jeder Space Home hing der Ayatollah an der Wand. Und ich möchte es noch mal konkretisieren, was das zum Beispiel für religiöse Minderheiten heißt. Wir reden immer noch über einen fortwährenden Völkermord, um den sich keiner mehr kümmert. Es sind immer noch 450.000 Jesiden in den IDP-Camps, die jetzt auch im Stich gelassen werden müssten von den NGOs, wenn ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet wird, wenn unsere Bundeswehrsoldaten abgezogen werden, wenn die USA sozusagen von dann müssen. Auch dieser Konflikt wird angeheizt. Es hört sich immer alles ganz toll an, aber die Frage ist, was haben wir für Alternativen? Und auch wenn Trump Iran ist, auch wenn der manchmal sozusagen Alleingänge macht, sind die Amerikaner unser Bündnispartner. Und dazu aber jetzt noch mal zu der Verlogenheit, dagegen, die Sigmar Gabriel angesprochen hat. Sekunde. Wenn eben dieser Soleimani tatsächlich auf der einen Seite der Verbrecher war, als den wir ihn beschrieben haben, und auf der anderen Seite aber im Grunde mit seinen schiitischen Milizen auch IS bekämpft hat, heißt das jetzt, dass die Gefahr vor IS oder ein natürlich, die steigt parallel. Der IS ist nach wie vor dezentral organisiert, auch wenn die nicht mehr so viel Territorialanspruch haben, außer kleine Orte in Afghanistan, ist es so, dass ist ja nicht so, dass der IS besiegt ist. Es sind immer noch knapp 2000 Frauen aus IS-Gefangenschaft verschwunden. Wir vermuten sie in Idlib und in Mosul. Und die sind natürlich bei den IS-Familien. Denn die Familien und die Menschen sind ja noch da, auch wenn quasi die Terrororganisation verschwunden ist. Also insofern hat das weitreichende Konsequenzen. Und für die religiösen Minderheiten vor Ort, nicht nur für die Jesiden im Übrigen, auch für die Christen, heißt das, dass sozusagen auch, dass sie sich bewegen zwischen Pest und Cholera, sich entscheiden müssen. Was leider auch heißt, dass es auch teilweise Jesiden gibt, die sich auch diesen Al-Quds-Milizen angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, lieber bewaffnet als unbewaffnet in die Hände des IS. Und das zeigt die Gemengelage, das haben Sie, finde ich, auch sehr schön beschrieben. Und das wissen wir als Menschenrechtsaktivisten vor Ort. Es gibt im Krieg nicht schwarz oder weiß. Das heißt, auch der Fall von Soleimani zeigt, dass man als Terrorist gegen Terroristen kämpfen kann und dass es ihn nicht zu einem besseren Mensch macht und dass es nicht nur darum geht, wogegen er gekämpft hat, sondern wofür. Wofür er gekämpft hat. Nochmal in die zwei Außenpositionen. Herr Gabriel ist gleich dran. Herr Gerlach, der Iran will, dass die USA Irak verlassen. Ja. Hat Donald Trump tatsächlich dem Iran damit einen großen Gefallen getan? Ja, kurzfristig ist das sicher so. Die Iraner wollen nicht nur, das ist zumindest erklärte Politik der iranischen Regierung und des iranischen Regimes. Die wollen nicht nur, dass die Amerikaner sie aus dem Irak zurückziehen, sondern sie wollen insgesamt, dass die Amerikaner sie aus der Region zurückziehen. Also wenn man sich mit iranischen Diplomaten, Thinktankern unterhält, Regierungsvertretern, dann ist es eben so, dass sie sagen, unser strategisches Interesse ist, dass wir mit den Staaten in der Region ein System aufbauen wollen, um uns mit denen irgendwie zu arrangieren. Aber wir möchten eben die Dominanz der Amerikaner hier nicht mehr haben. Und andere Staaten der Region, mit denen wir in Feindschaft oder in Konkurrenz leben, wollen die Amerikaner um jeden Preis in der Region halten. Und natürlich wollen die Iraner die Amerikaner aus der Region raushaben. Aber es ist ihnen ja in den letzten Jahren auch hin und wieder auch nützlich gewesen, die amerikanische Präsenz. Dass die da waren. Und nochmal die Frage auf die amerikanische Sicht, Emma Tevesen. Werden die Amerikaner denn gegen den Willen der jetzigen irakischen Regierung im Land bleiben? Ich glaube, sie müssen eigentlich im Land bleiben, weil zu viele strategische Interessen dranhängen. Es stehen 50.000 amerikanische Soldaten in der gesamten Region, davon 5.000 auf irakischem Boden. Und das, was sie da an Erkenntnissen gewinnen, auch über den IS oder andere Gruppierungen, ist wiederum sehr wichtig für die Sicherheit der anderen, für die Stabilität der Region. Es läuft momentan super für die iranische Regierung in Teheran. Herr Gabriel hat es vorhin gesagt, sie kann sich freuen, dass sie selber innenpolitisch gestärkt ist und keiner mehr groß über die niedergeschlagenen Unruhen redet. Sie kann sich freuen, dass ihr Einfluss ausgedehnt ist. Unruhen im Irak, im Iran, im Libanon. Ja, sie kann sich sehr freuen, dass, ich sage es ganz klar, auch eine Bundesregierung sich am Samstag nach Moskau aufmacht, zu Herrn Putin, ausgerechnet einem engen Verbündeten von Syrien und dem Iran. Und sie kann sich auch freuen, dass Herr Zarif wohl von der EU empfangen wird und möglicherweise eine schöne Foto-Op entsteht.
Also momentan läuft alles hervorragend. Und das erklärt vielleicht auch, warum auch die Proxys wie die Hezbollah beispielsweise sehr zurückhaltend sind. Weil die sehen im Grunde genommen, sie sind auf der Siegerstraße. Das hat Churchill mal früher gesagt. Er hat gesagt, wer sich in einen Krieg einlässt in der Überzeugung, dass er den auf jeden Fall gewinnt, sollte auch mitbedenken, dass ein anderer nur in diesen Krieg auch reingeht, wenn er auch der Überzeugung ist, dass er gewinnt. Mit anderen Worten, selbst wenn die USA militärisch sowas von überlegen sind, kann der politische Sieg möglicherweise bei den Iranern liegen. Und genau das befürchtet Frau Becker, dass wir in einer solchen Situation sind, wo der Iran erstarkt. Nein, eben nicht, weil sie sagt, es war wichtig, dass Donald Trump so sagt. Ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Also zunächst zu der Darstellung, dass nach dem Atomabkommen alles besser war. Das haben Sie ja beide vertreten und ich sehe das ganz anders. Also das ist im Juli 2015, das kann man eigentlich ganz gut zeigen an diesem Monat. Im Juli 2015 sind Sie ja als erster Minister in den Iran gereist mit einer großen Handelsdelegation. Und im Westen war die Erwartung, jetzt gibt's Wandel durch Handel. Wir haben gesehen, dass es nicht der Fall gewesen ist. Und im gleichen Monat ist dann Qasem Soleimani oder kurz danach zu Putin gefahren. Und sie haben besprochen, wie sie den Syrienkrieg zusammen intensivieren. Das heißt, auch wenn es in dieser Zeit vielleicht ein paar weniger Anschläge gegeben hat, liegt das wahrscheinlich einfach darin, dass das iranische Regime in diesem Moment eben auf Syrien konzentriert war. Und das ist, finde ich, kann man wirklich nicht als gute Situation bezeichnen. Das ist eine Katastrophe. Das lässt sich aber natürlich auch erklären, dadurch, dass die Amerikaner ein Vakuum gelassen haben, gerade auch in Syrien, auch dadurch, dass Barack Obama in Syrien nicht die rote Linie versucht hat durchzusetzen und Donald Trump das zunächst ja auch nicht getan hat. Ich finde, ich meine, es ging doch darum zu verhindern, dass dieses Land sich in kurzer Zeit in den Besitz von Nuklearwaffen bringt. Und das ist gelungen. Kein Mensch hat erwartet, dass mit dem Abkommen die Probleme mit dem Iran erledigt sind. Es sollte die Grundlage schaffen, eine weitere sozusagen schlimme Entwicklung zu verhindern. Jetzt, wo wir jetzt sind, das haben jetzt alle Beiträge irgendwie gesagt, ist, dass diese Entwicklung gestoppt ist. Und übrigens niemand, ich auch nicht, würde sagen, der Iran und USA ist auf der gleichen Stufe. Natürlich nicht. Es ist nur so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unter Donald Trump auf die Frage, wie denken eigentlich Verbündete über strategische Entwicklung keine Rücksicht nimmt. Das macht es für uns sehr schwer, mit den USA gemeinsame Strategien zu entwickeln. Eine der Strategien, die wir hatten, war, parallel zu dem Nuklearabkommen einen zweiten Verhandlungsstrang aufzumachen, bei dem wir reden über Menschenrechte, ballistische, also diese Raketenfragen, das Verhalten in der Region. Die Iraner haben sogar gesagt, wir machen da mit, ohne dass wir gedacht haben, dass wir sozusagen in den nächsten Jahren dabei Erfolg haben werden. Das war so lange möglich, solange wir sozusagen eine Grundlage hatten, und das war das Atomabkommen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo ich glaube, dass Sie recht haben, dass in Wahrheit die Dinge in die gleiche Richtung gehen, obwohl verschiedene Strategien damit betrieben werden. Das Ende, und davor hätte ich als Israeli, als Saudi ziemliche Angst, wir als Europäer sollten davor auch Angst haben, kann es sein, dass der Einfluss des Irans steigt und die Vereinigten Staaten die Region sukzessive verlassen. Nicht morgen. Aber das ist das strategische Ziel, nicht erst unter Trump. Und es sollte, das finde ich, war die strategische Klugheit von Obama zu sagen, wenn ich da rausgehe, muss ich irgendwas reinpacken, was das Vakuum füllt. Das ist weg. Das Vakuum wird jetzt besetzt durch Terrorgruppen. Ich vermute mal, dass in Moskau sich auch Gedanken über die Frage gemacht wird, wie man das Vakuum füllen kann. Und das ist unser Problem. Ich glaube, es wäre uns eine Stunde für Europa. Wir müssten jetzt, vielleicht, ich meine, ich habe nichts dagegen, dass Frau Merkel sich mit Herrn Putin trifft. Ganz im Gegenteil, es gibt genug zu bereden in der Ukraine. Aber jetzt, finde ich, müsste Europa das Gleiche tun, was wir schon mal gemacht haben. 2003 wollten die Amerikaner mit sozusagen dem Hort des Teufels in Teheran auch nichts zu tun haben. Da sind ein deutscher und ein französischer und ein britischer Außenminister los und haben begonnen, mit den Iranern zu verhandeln. Dann haben sie es auf die Ebene der UN gebracht. Das Ergebnis war das Abkommen mit dem Iran. Ich finde, das ist ein Punkt, wo Europa jetzt was machen muss. Jetzt. Und übrigens, meine Vermutung ist, die Amerikaner werden das gar nicht schlecht finden. Gestern, man muss ja immer genau hinhören, gestern hat Donald Trump ja vieles gesagt, aber unter anderem auch, die Türen für Verhandlungen seien da. Er weiß auch, dass nicht
sozusagen der Ayatollah zum Telefon greift und sagt, okay, lass uns reden, sondern dass jetzt ganz andere agieren müssen, dass es jetzt Backchannels geben muss, dass jetzt die Europäer kommen müssen. Es gibt Kanäle über die Schweiz, es gibt welche über manche Golfstaaten. Das ist jetzt, finde ich, eine Stunde, wenn die Lage so schlecht ist. Jetzt muss Europa seine diplomatischen Kanäle nutzen, seine ökonomischen Möglichkeiten. Und ich bin ziemlich sicher, dass wie 2003 die Amerikaner nicht Beifall klatschen werden öffentlich. Aber sie werden das dulden. Sie werden sagen, lasst ihr das machen, denn ihr strategisches Ziel ist, die Region zu verlassen. Und wir müssen vorher dort eine andere Lage haben, sonst sind wir blank. Und so überlassen das den Gewalttätern. Vielleicht gucken wir uns auch die Historie dieses Abkommens noch mal an für unser Verständnis. Unterschiedlicher hätten die Interpretationen des Atomdeals nicht sein können. Schlechtestes Abkommen aller Zeiten, Kronjuwel der Diplomatie. Die Meinungen gingen da sehr auseinander. Und vor welcher Situation stehen wir jetzt? Über ein Jahrzehnt in der Mache. Im Juli 2015 wird das Atomabkommen mit dem Iran unterzeichnet. Deutschland ist neben den Atommächten Vertragspartner. Es gilt als Sieg der Diplomatie, beschneidet das iranische Atomprogramm und verspricht der iranischen Bevölkerung ein Ende der Wirtschaftssanktionen. Heute haben die USA mit unseren Partnern etwas erreicht, was jahrzehntelange Feindschaft nicht erreicht hat. Inzwischen alles Makulatur. Letztes Jahr kündigt Trump einseitig den Atomdeal, verhängt neue Sanktionen. Der Iran setzt das Abkommen scheibchenweise aus, fordert von den Europäern, den US-Ausstieg wirtschaftlich zu kompensieren. Mission Impossible. Jetzt droht das Endgültige aus. Iran ungehemmt auf dem Weg zur Atommacht. Derselbe Iran, der die Zerstörung Israels zum Staatsziel erklärt. Der Schutz Israels ist aber deutsche Staatsräson. Wäre also Iran, der die Atombombe will, nicht zwangsläufig auch unser Feind? Elmar Thewissen, der Reihe nach, liefert dieser Angriff der USA tatsächlich dem Iran nicht gute Argumente, diesen Atomdeal noch mehr zu unterlaufen, als er es bisher ohnehin schon gemacht hat? Eigentlich ja, so war ja die Erstreaktion dann auch vom Iran. Und ich glaube, beim Nachdenken kam man auch zu dem Schluss, momentan ist man auf der moralischen Siegerseite, wenn man großzügig vielleicht die wichtigsten Punkte des Atomabkommens weiter anerkennt. Und auf diese Weise vielleicht mit den Europäern tatsächlich ins Gespräch kommt und die Amerikaner noch mehr isoliert. Also da ist eine, ich glaube, sehr ausgefeilte Strategie ist im Iran zu erkennen momentan vom iranischen Regime. Und das Dumme ist, sowohl auf der Seite der USA ist keine Strategie zu erkennen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es gibt nicht den normalen Beratungsmechanismus in dieser US-Regierung, wie es ihn früher gegeben hat. Es gibt einen Präsidenten, der sagt, was gemacht wird, und die anderen nicken in der Regel dazu. Es gibt also keinen Widerspruch und es gibt kein Vorausdenken. Und leider, schrecklicherweise, Herr Gabriel, gilt das aus meiner Sicht für Europa ganz genauso. Und da ist das Jahr 2003 ein ganz interessantes. Im Jahr 2003 hat man in der europäischen Sicherheitsstrategie hineingeschrieben, die einzelnen EU-Staaten sollten sich Gedanken machen, was für eine Strategie sie entwickeln wollen, sicherheitsmäßig, nach dem 11. September und dem Irakkrieg. Ja. Weil nur wenn sich die einzelnen Staaten darüber klar wären, was sie wollen, strategisch, kann man auch zusammenkommen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Und da ist leider, muss man sagen, in Deutschland nichts passiert. Im Jahr 2008 hat eine Bundestagsfraktion von CDU und CSU einmal einen Plan entworfen und ist dafür geprügelt worden, weil das Wort Nationaler Sicherheitsrat fiel, eine Sicherheitsarchitektur hier in Deutschland zu bauen. Bundespräsident, jetziger Bundespräsident, damals Bundesaußenminister Steinmeier, hat damals ganz klar das sofort abgelehnt für den als Koalitionspartner, als Vizekanzler. Und andere in der SPD. Jetzt müssen wir die Wahrheit sagen, ne? Weil es einen gibt. Nein, der heißt, nicht Ich bin da vier Jahre Mitglied gewesen. Herr Gabriel, es tut mir leid, im Vergleich zum Bundessicherheitsrat. Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten und den Nationalen Sicherheitsrat aus einer Hand. Aber entschuldigen Sie, Sie müssen jetzt die Leute nicht für dumm verkaufen. Das geht nach der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland natürlich nicht wie in den USA. Das ist nicht Nebenkriegsschauplätze, das ist einfach nicht wahr. Was ich damit sagen will, nicht den Leuten Flöhe in den Kopf setzen. Eine nationale Sicherheitsstrategie, die mal dargelegt hat, was sind die Interessen.
Und es gibt auch keine Strukturen in dieser Regierung, in dieser Bundesregierung, die dann in der Lage wäre, diese nationale Sicherheitsstrategie einerseits auszuführen, andererseits auch mit den europäischen Partnern zu koordinieren. Wir schauen uns jetzt die EU an, die Sie gerne hier stärken wollen. Ich halte das für absolut richtig, aber wenn Sie sich die EU jetzt anschauen, dann sind eigentlich nur Frankreich, Großbritannien und Deutschland diejenigen, die in der Lage und willens sind, vielleicht diese Politik im Nahen Osten voranzutreiben. Während die meisten anderen, allen voran die Osteuropäer, da nicht gut. Aber das ist kein Gegenbeispiel. Die Ukraine, der Konflikt in der Ukraine, der zu eskalieren drohte, ist durch das Handeln der deutschen Kanzlerin und des französischen Präsidenten stellvertretend für Europa eingedämmt. Ich finde, dass wir keine europäische Strategie im Nahen Osten haben. Stimmt. Aber so zu tun, als ob sozusagen Europa deshalb nicht handlungsfähig ist, weil wir nicht 28 zusammenkriegen. Ich wäre froh, wenn Deutschland, Frankreich, Großbritannien als die Signatarstaaten aus Europa des Atomabkommens diese Strategie, wie sie 2003 begonnen wurde, wieder übernehmen würde. Haben wir denn im Irak? Das ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Welches Interesse haben wir? Ja. Genau. Es ist doch glücklicherweise mal so, und das ist doch auch eine Ausnahme, dass die europäischen Staaten, wirklich ein Glücksfall, im Irak eigentlich gemeinsame Interessen haben. Das ist in anderen Kriegsgebieten nicht so. Das ist zum Beispiel in Libyen nicht so. In Syrien vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht so richtig. Aber im Irak hat man das. Da kann man sagen, gut, wir haben vielleicht ein bisschen weniger Interessen, aber es ist für unsere Sicherheit auch relevant. Und wir sollten, wenn wir darüber eine Rolle für die Europäische Union oder für die europäischen Staaten sprechen, nicht vergessen, dass man das Ganze nicht nur durch das Prisma USA-Iran sehen darf. Das ist auch wichtig, das ist eine Abteilung. Aber wir müssen eben auch schauen, dass wir die Länder, insbesondere den Irak, stabilisieren. Denn wenn wir den nicht stabilisiert bekommen... Und da werden 100 Ausbildungsprogramme für Soldaten natürlich... Übrigens auch politisches Signal ist, weil dieses Land ist, es ist so eine defizitäre Demokratie. Ja. Die Menschen, die dort demonstrieren, demonstrieren nicht nur gegen Iran, sondern auch gegen ihr eigenes System, ihre politische Klasse. Aber es ist eine Demokratie. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin ziemlich oft im Irak. Die Menschen haben zwar die Nase voll von ihrem politischen System, aber wenn sie nach Syrien schauen oder in die andere Richtung, dann würden sie ihr politisches System, das ihnen auch die Amerikaner beschert haben, bei all diesem furchtbaren Krieg, der danach gefolgt ist, bevorzugen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht einfach aufgeben können und sagen können, ja, das sind jetzt Staaten im Nahen Osten, die bekriegen sich ja seit Jahrhunderten. Aber es hängt im Grunde auch das Schicksal der Alliance Forces, also all der Länder, die im Irak jetzt engagiert sind, davon ab, wie sich die US-Amerikaner verhalten, ob die im Land bleiben. Weil da werden wir nicht bleiben können, wenn die Amerikaner rausgehen. Genau, das ist ein simpler Fakt. Weil die ja dafür zuständig sind, auch gerade was den Luftraum angeht und die Sicherheit, aber um es auch noch mal zu konkretisieren, gerade was den Einsatz der Bundeswehr angeht. Das Interessante und Spannende ist ja wirklich, dass die Deutschen keine nationalen Interessen dort haben und das macht sie so beliebt. Das macht sie quasi zu Moderatoren, zu Mediatoren. Im Irak. Im Irak, die vermitteln dort auch und dieser Abzug bedeutet vor allem Hoffnungslosigkeit. Also insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass all die Konflikte, die sich dort entwickeln, internationalisiert wurden. Sind und dass wir auch nicht nur mehr unmittelbar, sondern mittelbar davon betroffen sind. Wir merken das an dem schiitischen Einfluss, an dem sunnitischen, also an dem radikal-sunnitischen meine ich, dass das sozusagen etwas ist, was ja nicht Halt macht vor den Toren Europas und auch was sozusagen das eigene Sicherheitskonzept angeht, sind wir gefragt, mehr denn je diese Räume endlich zu besetzen, damit wir sie nicht den Falschen überlassen. Und das gilt für Deutschland, das gilt europaweit und selbstverständlich auch weltweit und ganz konkret für diese Krisenherde. Ich verwehre mich auch immer dagegen, so zu tun, als wenn das alles sozusagen, genau wie Sie gesagt haben, als wenn da alles vorbei wäre. Ich finde den Irak immer noch sehr, sehr spannend. Wir haben da Möglichkeiten von Wiederaufbau, von Stabilisierung. Und wenn wir sozusagen auch Migration steuern wollen, in Anführungsstrichen, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Regionen sicher bleiben. So, und dann sind wir jetzt trotzdem nochmal, und das nehmen Sie nicht übel, Sekunde, Frau Becker ist jetzt dran. Und zwar möchte ich zurückkehren zu der Frage des Atomdeals. Ist dieses, also ist die Region mit dem Atomdeal sicherer geworden oder unsicherer geworden und welche Chancen gibt es jetzt überhaupt noch, nachdem die Amerikaner raus sind? Iran ist eigentlich überall gestärkt. Ja. Es ist mit allen Milizen, mit allen schiitischen Kämpfern, Hisbollah, Hamas, also von Libyen über Irak, über den, logisch, also auch in Jemen präsent und hat tatsächlich geschafft, sich in dieser Zeit stärker zu machen. Genau. Wie groß ist die Angst Israels, dass es tatsächlich
tatsächlich unter diesem erstarkten Iran zu leiden hat. Es ist ja unsere Staatsversorgung. Genau, also die, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, dass die Sorge in Israel ist natürlich sehr groß. Der Iran unterstützt terroristische Gruppen, die Israel permanent angreifen im Prinzip, auch in diesem, im letzten Jahr. Und auch die Europäer angreifen. Und genau, und auch die Europäer angreift. Der Deal hat, wie ich das vorher schon geschildert habe, aus meiner Sicht die Region nicht stabiler gemacht, sondern unsicherer gemacht. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Und zusätzlich würde ich sagen, und da hat natürlich auch Israel Sorge, ist der Atomdeal mit dem Iran kein sicherer Schutz vor der Entwicklung der Atombombe, zumindest nicht mittelfristig, weil er im Prinzip die Struktur des iranischen Atomprogramms intakt lässt, weil er nicht genügende Inspektionen zulässt, zum Beispiel in militärischen Einrichtungen. Da können nicht einfach Inspektionen stattfinden. Und was da genau passiert, wissen wir gar nicht. Es gibt Aussagen von der iranischen Atombehörde, die sagen, wir haben bestimmte Anforderungen aus dem Deal überhaupt nicht umgesetzt, wie zum Beispiel die Zerstörung des Plutoniumreaktors in Arak. Und das ist sozusagen, habe ich auch gar keine Reaktion gesehen aus der EU oder den USA. Das sind alles Punkte, die kann sein, also jedenfalls keine entscheidenden, keine Schritte sozusagen, die eingeleitet wurden, um wirklich diese Mechanismen... es gibt eine Institution, die zuständig ist, ne? Ja. Das ist die internationale Atomenergiebehörde, die erklärt hat, der Iran hält alle Auflagen ein. Was Sie jetzt sagen, ist exakt die Argumentation, natürlich, die wir von Anfang an hatten, dass Israelis und die sozusagen Teile der Amerikaner gegen das Atomprogramm waren. Dann, ich finde nur, ich erwarte jetzt, dann allerdings auch von der Atomenergiebehörde, dass sie diese Selbstaussagen der Iraner ernst nehmen und sich dazu irgendwie verhalten. Sie sind ja auch aufgefordert worden, nochmal hinzugehen. Ich finde, das macht doch keinen Sinn, jetzt eine Schlacht nochmal zu schlagen. Aber die Staatsversorgung noch mal. Die Israelis haben doch jetzt nicht Sorgen vor dem Atomprogramm, sondern vor dem Abzug der Amerikaner. Ja. Das ist doch die größte Sorge, dass die Amerikaner jetzt sozusagen indirekt den Teheranern in die Hände spielen, indem sie die Region verlassen und niemand da ist, der das ersetzen kann. Und dass die Strategie Europas, wir sind nicht gut genug, einverstanden. Wir sind nicht, stark genug. Aber die Strategie Europas war die gleiche wie die unter Obama, zu sagen, weil die irgendwann gehen, müssen wir vertragliche Grundlagen schaffen, bei denen wir über eine lange Strecke zusammen. Aber wenn wir das nicht machen, bleibt nur über, dass die Amerikaner da bleiben müssen. Kann man den Iranern trauen? Sie waren häufig genug zu Gast. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie da auf Fähre und auf... Ich kann Ihnen das erste Erlebnis meines Besuches, als ich in Israel kritisiert wurde, dass ich in den Iran fahre, bin ich im Iran von einer Zeitung der Revolutionsgarden empfangen worden. Auf dem Titelblatt mein Gesicht in der Mitte einer Zielscheibe mit der Überschrift »Schmeißt diesen Judenfreund wieder aus dem Land«. Also Sie haben beides dort. Sie haben Leute, mit denen Sie reden können und die wissen, dass der Iran keine Zukunft hat, wenn er so weitermacht. Und Sie haben absolute Hardliner. Was jetzt passiert ist, die Israelis waren sich immer einig, dass man gegen den Iran keinen Krieg anfangen soll. Die Militärs haben in Israel dagegen geraten. Was jetzt in Israel gerade diskutiert wird. Was im Iran passiert ist, dass diejenigen, die immer gegen den Atomdeal waren, weil sie gesagt haben, mit dem Satan im Westen mach keine Verträge, das bringt nichts. Die fühlen sich jetzt gestärkt und sagen den anderen, die verhandelt haben, wir haben euch immer gesagt, lasst das sein. Und das Ganze hat übrigens eine Fernwirkung, ein paar tausend Kilometer weiter weg. Da sitzt jemand, der lernt gerade Folgendes. Wenn du so blöd bist, mit Europa Verträge über den Verzicht auf Atomwaffen zu machen, dann bist du am Ende Zielscheibe der Amerikaner. Wenn du klug genug bist, dir die Atombombe vorher zu besorgen, dann kommt der amerikanische, Präsident kommen und sagen, ich verfalle mit dir in Liebe. Das ist die Konsequenz ein paar tausend Kilometer weiter in Nordkorea. Deswegen glaube ich, es macht keinen Sinn, jetzt nochmal den Versuch zu unternehmen,
über die Frage zu reden, was war jetzt beim Atomabkommen gut und weniger gut, sondern wir müssen jetzt über die Frage sprechen, wie füllen wir das drohende Vakuum? Absolut. Ganz kurz wenn die Luft Amerika anhalten, geht. Herr Gerler. Das wird gefährlich. Israel. Ja, ich finde es hochinteressant, was, also wie ich die Reaktion der Israelis gerade lese. Gut, das Land ist im Dauerwahlkampf gerade, das neutralisiert natürlich auch viel. Da ist man außenpolitisch dann vielleicht nicht so viel unterwegs und kommuniziert nicht so viel. Aber was macht der Netanyahu, der wahrscheinlich der einzige Politiker ist im Nahen Osten, der Herrn Rouhani, an Erfahrung das Wasser reichen kann? Ja, also der ist so mit ja. Einer der Dienstältesten jetzt da im Nahen Osten. Das war lange Zeit nicht so. Und absolut abgekocht und hat Ahnung von Sicherheit, von nachrichtendienstlichen Themen, aber vor allem natürlich von Politik und hat politischen Instinkt. Der sagt in seinem Kabinett, das war eine amerikanische Aktion. Da haben wir nichts mit zu tun. Nachdem die Amerikaner haben verlauten lassen, naja, die Israelis seien darüber informiert gewesen. Natürlich, die Methode, die könnte wahrscheinlich Herr Netanyahu auch zusagen. Das ist zwar nicht genau die Methode, wie sie die Israelis angewandt haben, aber es ist durchaus artverwandt. Aber die Israelis machen sich große Sorgen. Klar, und eine andere Sache, worüber die Israelis sich auch, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz angehen habe, die Israelis machen sich bestimmt große Sorgen, wenn sie sich anschauen, wie eigentlich dieser Angriff auf die US-Basis Al-Assad verlaufen ist. Denn ich bin kein Militärexperte, aber ich wundere mich über eine Sache. Die Iraner schießen diese Raketen los als symbolische Geste, sie wollen niemanden treffen. Die Amerikaner haben eine Luftwaffenbasis, die offensichtlich nicht in der Lage ist, oder sie sagen zumindest, sie haben nicht absichtlich gezielt auf Menschen. Und aber sie wollen den Tod von sie haben ihn in Kauf Menschen genommen, aber sie haben ihn nicht, sie haben ihn nicht, ja. Sie haben nicht drauf gezielt. Aber diese Luftwaffenbasis hat offensichtlich nicht das Material, um sich, obwohl die Amerikaner eigentlich über ziemlich gute Technologie verfügen, um Raketen abzufangen, sich zu schützen. Was ist denn das für eine Nachricht? Bedeutet das, dass die Raketen dann noch nicht verkabelt wurden, die Patriots, die man sich hat liefern lassen? Oder was ist das eigentlich für eine Nachricht? So und ähnlich und denkt Saudi-Arabien nach dem Attack. Natürlich, klar. Und da sehen wir eine Sache. Man kann über das iranische Regime denken, was man will. Es geht in so einer Auseinandersetzung ja nicht nur darum, wer ist militärisch stärker. Da sind die Amerikaner Nummer eins weltweit. Sondern wer ist leidensfähiger? Wer ist denn bereit, ein bisschen mehr in Kauf zu nehmen. Wer kann einstecken? Und da wissen alle, und das wissen auch die Israelis, dass das iranische Regime das Land darauf vorbereitet. Das heißt, auch die Israelis misstrauen mittlerweile den Amerikanern? Das ist meine Lesart der Verhältnisse der letzten Tage. Ich glaube erstmal, Frau Becker hat in einem Punkt wesentlich recht. Die Iraner haben getrickst und getäuscht bis zum Abwinken und auch mit dem Atomdeal auch noch versucht, weiter zu tricksen. Das hat ein Bericht der IAEA ergeben. Und auf dieser Grundlage wurde ja dann diskutiert und wie ich finde auch völlig zu Recht, wie kann man das Kontrollregime so verschärfen, dass es funktionieren kann. Das heißt also nicht, dass der ganze Deal überflüssig ist. Man muss das Kontrollregime verschärfen. Aber Sie haben es manchmal erfolgreich unterlaufen. Ja, bevor das dann passieren konnte. Es gab einen Mechanismus, dass man zurückkommt zu Sanktionen. Sie haben es unterlaufen, das lässt sich nachweisen. So, jetzt kommt aber der Punkt, dann steigt aber Donald Trump aus dem Atomdeal. Damit ist jede Möglichkeit zur Verschärfung des Kontrollregimes obsolet. Die gibt es nicht mehr. Welche Chance hat dann Europa noch? Ich glaube, dass noch nicht dieser Atomdeal gestorben ist, auch wenn Donald Trump das sagt. Also die Frage ist, können die Europäer selber, ich weiß nicht, wo sie die Stärke finden, hoffentlich finden sie die, und wenn es nur drei sind, die Briten, die Deutschen und die Franzosen, es schaffen mit dem Iran, vielleicht auch noch mit anderen, zu schauen, ob man diesen Atomdeal in dieser Sache nachschärfen kann. Ich glaube, die Israelis haben das Gefühl, was Herr Gabriel vorhin beschrieben hat, die Amerikaner, Donald Trump möchte mit dieser Region möglichst wenig zu tun haben. Und nochmal die Frage nach Israel. Ja, das ist für Israel dramatisch, wenn die Amerikaner glauben, dass sie mit dieser Region, in dieser Region nicht bereit sind, Menschen Leben aufs Spiel zu setzen, nämlich das ihrer eigenen Soldaten. Kein Israeli wird den Europäern trauen, dass wir die Sicherheit garantieren. Und was die Geschichte hat genug Gründe geliefert. Eben. Was passiert jetzt? Das ist meine Vermutung. Jetzt gibt es einen, der sagt, ich habe auch super Flugabwehrsysteme. Ja, der hat das schon angeboten. Und ja, er verkauft sie an die Türkei, er verkauft sie an den Iran, er hat sie jetzt Saudi-Arabien angeboten. Als nächstes wird er sie im Irak, whoever. Er wird jeden fragen und ich glaube, dass die Gefahr, wenn die Amerikaner gehen, nicht nur ist, dass wir insgesamt dann Einfluss verlieren, sondern auch Israel bemüht sich ja um gute Beziehungen zu Russland. Das heißt, wir erleben, sollte uns Europäer mal Gedanken machen, wir erleben einen Vormarsch. Ich glaube, Wladimir Putin kommt wahrscheinlich vor Lachen nicht ins Schlaf, wie einfach es ihm gelingt,
in der Region eine Stellung einzunehmen, die er nie hatte. Und ich finde das nochmal ein Beweis dafür, dass hoffentlich nach November 2020 wieder zu einer strategischen Außenpolitik der USA zurückkommen. Und deshalb hoffentlich auch zu einer europäischen. Und deshalb wundert man sich dann erst recht, dass die Bundeskanzlerin mit dem Außenminister als erstes jetzt nach Moskau fliegt. Wenn ich das richtig weiß, dann ist diese Reise ja geplant gewesen, um über die Ukraine zu reden. Zu verhandeln. Was richtig ist. Ich hoffe sehr, dass aber die Europäer, wir haben vorhin geredet, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, parallel dazu selbst überlegt, welche Angebote sie in der Region machen kann und mit den Amerikanern Verabredung trifft, dass sie dulden, was die Europäer machen. Mein Gefühl ist, dass der Trump gar nicht so unglücklich darüber sein würde, wenn die Europäer einen eigenen Verhandlungsweg aufmachen. Die Amerikaner müssen den mitdecken und becken, das müssen sie nicht öffentlich machen, aber dann, glaube ich, kann man in der Region noch ein bisschen was tun. Gäbe es da noch eine Chance? Und Frau Becker schüttelt die ganze Zeit den Kopf und sagt, das wird den Frieden nicht bringen. Genau, das wird den Frieden nicht bringen. Das, denke ich, wissen wir letztendlich auch alle. Was würde denn den Frieden bringen? Genau, das sage ich jetzt. Also Sie hatten ja gesagt, im Iran hat im Prinzip auch die Opposition verloren. Das Regime hat gewonnen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und ich würde sagen, das hat aber jetzt gar nichts mit dem Militärschlag zu tun, sondern die Proteste, die größten Proteste, die es im Iran seit Jahrzehnten gab, im November, sind brutal niedergeschlagen worden. 1500 Menschen sind getötet worden, 7000 sitzen im Gefängnis und mit großer Gefahr, dass diese gefoltert oder auch getötet werden. Und die Bevölkerung hat aber gezeigt, dass sie dieses Regime nicht mehr wollen. Also alle 10 Jahre wird die Jugend da im Prinzip liquidiert. Und ich denke, dass wir ganz dringend, wir müssen uns die Frage stellen, wie lange wollen wir an der Seite dieses brutalen Regimes stehen? Wie lange wollen wir das noch stabilisieren? Was eigentlich nicht zu stabilisieren ist. Okay, und die Opposition, die demokratische Opposition, die müssen wir viel stärker in den Blick nehmen. Und das ist sozusagen die Zukunft des Nahen Ostens. Das sind die Menschen, die wir unterstützen müssen. Und wir müssen uns irgendwann verabschieden davon, dieses antisemitische Terrorregime, so muss man das bezeichnen, weiter zu unterstützen. Niemand, auch wenn das schwierig ist. Sie wollen Iran bis dahin wirtschaftlich. Müssen wir einen Punkt machen, liebe Zuschauer, und sofort zu Markus Lanz übergeben. Ich muss es sagen und ich möchte es auch sagen, dieser Diskussion und den Gästen hier heute Abend sehr herzlich danken. Markus Lanz hat unter anderem Bodo Ramelow zu Gast und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag um 22.15 Uhr wieder. Ganz herzlichen Dank. Merci. Nacht wird über Deutschland. Die Dunkelheit legt sich über die Städte. Funkelnd, strahlend und faszinierend. Bilder, die sich nur nachts beobachten lassen. Terra X, Deutschland bei Nacht, Teil 2. Sonntag.